Willkommen zurück zu Paper Mario. Sorry, dass ich gestern und vorgestern keine Videos hochgeladen habe. Vorgestern könnt ihr euch wahrscheinlich denken, warum? Denn da ist Super Mario Odyssey rausgekommen und das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Mario-Spiel. Jetzt ohne Scheiß, dieses Spiel ist so gut, es hat all meine Erwartungen übertroffen. Wie kann ein Spiel so gut sein? Und gestern war ein sehr, sehr schlechter Tag für mich. Generell Samstage. Ich hasse Samstage über alles. Weil die einfach so voll sind mit Terminen und das ist scheiße. Einfach scheiße. Ja. Und ich mochte mal Samstage. Das kann ich mir kaum noch vorstellen. Aber die waren ja auch nicht so voll. Der einzige Tag, der mir jetzt eigentlich noch bleibt, ist der Sonntag. Die restlichen Tage sind alle, ja, für den Arsch. Jetzt kann ich noch von Glück reden, dass Ferien sind, aber das ist auch nicht mehr für immer. Und nicht nur das, diesen Part hier habe ich schon halb aufgenommen und dann ist es einfach mal hier abgestürzt. Aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe mal, es klappt jetzt. Was mich auch noch stört, ist, dass aus irgendeinem Grund meine Stimme, weil ich das letzte Mal krank war, jedes Mal, wenn ich aufnehme, aber auch nur, wenn ich aufnehme, total kratzig ist und ich das Gefühl habe, dass ich jeden Moment husten muss. Und das ist wirklich, seit meiner letzten Krankheit, ist das so. PK Starstorm! Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Mario, kannst du eigentlich irgendwas? Kann man das überhaupt abwehren? Wahrscheinlich nicht. Wäre auch ein sehr seltsames Timing, irgendwie. Ha, mit Bomben-Erstangriff. Seht ihr, war schon wieder. War schon wieder. Meine Stimme ist so kratzig. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Ich habe so ein bisschen Stimmentraining gemacht. Hilft alles nichts. Ist einfach ein Fluch, der auf mir lastet. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, wie ich das verdient habe. Oder woher das überhaupt kommt. Aber ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen. Vielleicht ist hier irgendwie Staub in meinem Popschutz. Dings vom Mikrofon, aber vielleicht soll ich hier mal sauber machen, aber so dreckig sieht jetzt auch nicht aus. Weil, falls ihr es nicht wisst, ich habe eine Stauballergie. Also vielleicht kommt es daher. Vielleicht auch nicht. Aber das nervt mich und das schon seit Ewigkeiten jetzt. Meine Nase ist auch andauernd zu und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber das habe ich auch nachts, dass meine Nase zu ist. Irgendwie bin ich ab sofort einfach dauerkrank und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was plötzlich mit mir ist. Kennt ihr das? Geht das weg? Es nervt.
ich will mich ja jetzt aber auch nicht den ganzen Tag lang über beschweren. Wir fangen einfach mal mit dem 4. Kapitel an. Das befindet sich in diesem Haus, in diesem random Haus. Aber wir sollten uns erstmal mit Boo verstecken, denn gleich. Note. Note, Note, Note. Ja. Da verstecken sich die Shy Guys also. Dann folgen wir mal. Kapitel 4. Spiel mit dem Zeug. Ich arbeite hier am blauen Bahnhof. Aber seit hier keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos. Willkommen am blauen Bahnhof. Leider können wir dich nicht zu einer der anderen Haltestellen befördern. Zwar haben wir hier den Bahnhof und die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Wow. Also eure Prioritäten sind ja echt toll gesetzt. Und hier waren Sternenspiffe, das wusste ich noch. Dieses Kapitel ist voll mit Shy Guys, also gewöhnt euch dran. Gegen den lohnt sich das fast gar nicht mehr. Der hat nur noch ein KP, das weiß ich, denn die haben alle 7. Ich mag die Welt zwar rein optisch her, das ganze Spielzeuggedöns ist alles schön bunt und so, aber eine Sache nervt mich dann doch, aber die ist noch nicht da, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Das ist wahrscheinlich das nervigste Kapitel im ganzen Spiel. Ich weiß, irgendwie ist dieses Kapitel komisch. Hier ist ein schwarzer Schalker, mit dem werde ich mich aber noch nicht anlegen. Der ist noch viel zu stark für uns und den werden wir auch wahrscheinlich während des ganzen Kapitels nicht bekämpfen können. Er ist mehr so ein Endgegner, ein optionaler Endgegner. Ja, das trifft es ganz gut. Diese Attacke war so basic, dass ich schon gar nicht damit gerechnet habe. Nicht irgendwas hinter. Es wäre ein gutes Versteck für irgendwas, ein Sternsplitter oder so. Ah, dich wollen wir haben. Hier findet man ein paar gestohlene Sachen wieder, wie zum Beispiel jetzt hier den Taschenrechner. Da wurde er gestohlen. Das reicht, seht ihr. Warum sollte ich dann überhaupt noch versuchen?
Und du bist auch weg. Now. Nant. Oder now nut. Soll es überhaupt was darstellen oder... Das sind einfach nur irgendwelche Buchstaben. Also hier gibt's nichts Aufregendes mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Mario hasst dieses Zeug. Wenn er es findet, wird er sich umkehren. Aber eigentlich sieht das nicht gerade nach etwas aus, vor dem Mario Angst hätte. Ich frage mich, ob man Peach-Sorten trauen kann. Aber egal, König Bowser hat es befohlen. Und der ist der Boss. Die hat uns einfach ein Geschenk dagelassen. Ist das nicht schön? Mach die Stampfattacke! Mach die Stampfattacke! Hört ihr das? Ich drück den Knopf ganz klar zweimal. Mach die Stampfattacke! Mach die Stampfattacke! Mach doch! Was sollte das denn jetzt, Mario? Jetzt schon wieder. Was sollte das denn? Oh, Melee, du bist heute auch gut drauf. Man kann auch die Balance angreifen und dann fällt er immer einfach nur runter und ist ein normaler Schallgeil. Kann man den gleich besiegen. Sorry, ich merke oft, dass ich in den Kämpfen immer irgendwie ruhiger werde, aber... Ja, was soll ich sonst machen? Was soll ich sonst sagen? Die Kämpfe sind eigentlich fast schon das Langweiligste am ganzen Spiel, weil die einfach oft das Gleiche sind. Wenn man einmal einen Gegner gesehen hat, hat man ihn gesehen. Dann weiß ich auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Vor allem, wenn es ein Spiel ist, das ich schon so gut kenne, dass die Kämpfe eigentlich einfach nur Routine sind. Da gibt's leider nicht so viel zu kommentieren, versteht ihr? Warum ist hier dieser Block? Ist einfach nur so, da einfach nur eine Münze und nicht mal was Aufregendes. Die Sternsplitter hier sind aber echt nicht gut versteckt. Immerhin, dieser Part hat länger überlebt als der eigentliche. Also denke ich mal, wird das in Ordnung gehen. Jetzt mit der Aufnahme. Nein? Nein, da sollst du nicht hinfliegen. Ach, die Stampfattacke. Geht doch.
Und ein Pilz. Ich habe noch nicht mal Platz für den. Tarngel kann raus. Brauche ich nicht. Und den Lagerschlüssel. Und jetzt seht ihr so ein bisschen, warum dieses Kapitel irgendwie das nervigste Kapitel ist. Wir müssen das jetzt zurück nach Tautorn bringen. Wurde ja gestohlen. Und das ist nicht das einzige Mal, dass wir zurück nach Tautorn müssen in diesem Kapitel. Ja, es ist ein ständiges Hin und Her, aber das gehört einfach dazu. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie die Entwickler den Zwang haben, das vierte Kapitel eines Paper Marios immer das Nervigste zu machen. In Paper Mario, die Legende vom Millionentor, war das ein ständiges Hin und Her. Das war einfach schrecklich. Obwohl die Atmosphäre von diesem Kapitel exzellent war. Ich liebe und hasse dieses Kapitel. Von der Präsentation her liebe ich es. Überall ist, boah, das ist fast schon das beste Kapitel von der Präsentation her. Aber vom Gameplay her, es ist wirklich einfach nur von Punkt A zu Punkt B zu Punkt A zu Punkt B. Wenn ihr die Legende von Millionentor gespielt habt, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Ich glaube, ich bin an den Laden vorbeigegangen, kann es sein? Ja, hier muss ich rein. Oh, hey Mario, du bist das Einsteiger, hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Da ist ihn. Toll, Mario, du hast es geschafft. Du hast meinen Lagerschlüssel wieder beschafft. Vielen herzlichen Dank. Du hast meine Existenz gesichert. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst, aus meinem Lagerraum. Hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Dieses Item brauchen wir. Spielzeugbahn. Brauche ich hier sonst noch was? Nee, jetzt noch nicht. Oh ja, und auch ein Super Paper Mario. Weil es ja auch mit dem Weltall. Wo man ja auch erstmal den Helm beschaffen musste. Und darin waren zwei der Level so ein blödes Shoot'em-up. Was nicht sehr aufregend war. Also es war jetzt auch nicht gerade mein Lieblingskapitel aus dem Spiel. Ich muss echt nochmal einen Schluck trinken. Sorry, aber ist so. Ich habe keine Ahnung, warum meine Stimme so oder mein Hals so kratzig ist, während ich aufnehme, aber sonst nicht. Es macht keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ich glaube, darüber haben wir jetzt genug geredet. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Na schön, dann will ich gerne nach rechts. Bitte benutze die Schalter für jede Haltestelle in Fahrtrichtung des Zuges bestimmt. Das habe ich doch gemacht. Geht doch. Wir fahren los! Als einsteigen! Toller Zug. Sieht auch voll aus wie ein Zug. Naja. Nächste Haltestelle, Pinkerbahnhof. Pinkerbahnhof! Ankunft Pinker Bahnhof. Willkommen am Pinken Bahnhof. Eben sind ein paar Schalkeis mit einer Bratpfanne rechts lang gelaufen. Ich wette, dass sie die Pfanne jemanden gestohlen haben. Und ganz sicher wollen sie damit kein Essen zubereiten. Schalkeis sind so unausstehlich. Was hier eine Kiste, die einfach so rumsteht.
Briefbeutel. Okay. Ist, was mir auch schon oft aufgefallen ist. Wenn es irgendwie um Farben geht, dann gibt es ganz oft die Kombination Blau, Rot und Grün. Hier ist jetzt auch noch Pink, aber oft sind es Blau, Rot und Grün. Warum nehmt ihr nicht einfach Gelb? Dann habt ihr alle drei Grundfarben. Aber Gelb wird irgendwie oft als Grundfarbe ignoriert und durch Grün ersetzt. Warum? Ich meine, ich finde ja Grün auch schöner als Gelb, aber es ist unfair. Gelb ist auch eine Farbe. Aber okay, ich glaube, das muss ich nicht verstehen. In dieser PK Starstorm ist ganz praktisch für die Shy Guys, denn alle Shy Guys haben genau 7 KP. Dementsprechend bringt es die genau um. Essen wir mal Cammys Pilz. So nützlich ist er jetzt auch nicht. Ja, hier geht's nicht weiter. Na hallo, du! Schlanker Typ. Alle nennen mich Gourmet-Guy. Ich weiß nicht wieso, ich bin nur ein gewöhnlicher Scheiger mit einer Vorliebe für gutes Essen. Oh, ich bin hungrig. Wir können ihm alles geben, der wird nicht zufrieden sein. Dafür brauchen wir schon was Bestimmtes. Und übrigens wurde ja auch vorhin ein Kochbuch erwähnt. Hat bestimmt irgendeine Bedeutung, aber das finden wir im nächsten Part heraus. Bis dann. Tschüss.